Aber nicht wirklich für mich hier, ne? Okay. Ich weiß nicht, muss man hier irgendwas... Na, nicht wirklich. Irgendeinen Nutzen muss das Ding hier ja doch haben. Also. Verstehe nicht ganz so was, aber ich hasse es, wenn er nicht das tut, was man will. Nee, das bringt nichts. Ja, mit dem öffne ich das und schließe das. Dadurch geht das zu, ne? Das heißt... Hier ist nichts, wo man hoch könnte. Nee. Hier drin ist auch nur das Ding. Was mir nichts bringt, solange das Ding hier zu ist. Kein Schimmer. Ich meine, es muss irgendwas mit dem Tisch hier auf sich haben, das ist eh klar. Gut, da rauslaufen bringt nicht viel. Den Tisch halt einfach nicht bewegen, das ist mein Problem. Ich denke gerade kompliziert, oder? Man kann den Tisch nicht bewegen, oder? Ja, gut. Zeitlupe geht, glaube ich, auch nicht. Ja, das geht nicht. Na gut, auf eine Pause. Kein Schimmer. Alter, ernsthaft? So bescheuert kannst du gar nicht sein.
Das ist echt ein bisschen ein kleines Rätsel, muss ich zugeben. Ich meine, es soll ein Rätsel sein. Aber ich weiß, dass es hier irgendwo ein Lebensupgrade gibt. Wenn ich das Ding aufmache, komme ich nicht. Es bringt alles nichts. Verdammt. Boah, das gibt's nicht. Das kann gar nicht so schwer sein. Bin ich einfach nur gerade ein bisschen unfähig. Was ist, wenn ich das öffne? Ah, diese Kamera. Okay, ich dachte vielleicht. Was ist? Ich will nicht, dass du hochhüpfst. Ich will ja. Okay, mal kurz. Optionen, Steuerung. Kann ich irgendwie Gegenstände nehmen? Aber im Prinzip ist das die richtige Maustaste. Von dem her. Gehen, laufen, nach hinten rollen. An der Wand laufen. Ist blocken. Schwertattacke. Leertaste. Greifen, Angriffe, Sekundärangriffe. Aufheben. Werfen, herabklettern. Zurückspulen und verlangsamen. Kamerasicht, alternative Sicht. Kamera zurücksetzen ist auf X. Okay. Ich habe echt keine Ahnung gerade. Geil. Ach, je. Toll, das bringt viel, ne? Bei mir ist im Kreis laufen, ne? Hui! Aber gut, dass es geht. Das freut mich. Ja, und was? Alter, ich. Diese beschissene Kameraführung. Bin mir nicht sicher, ob das erlaubt ist. Weg damit. Gib das auf. Komm her. Ihr wisst wohl nicht, wie man Frauen behandelt. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, du magst das gerne. Von dem her. So. Schätzchen. Okay. Boah, diese. Ja. Schmerz ist so ein überwältigendes Gefühl. Genau sowas meine ich. Und dann wundert sie sich, dass ich keine Frauen behandeln kann, wenn die sagt, Schmerz ist ein überwältigendes Gefühl, ne? Ich meine, hallo? So, weg mit der Waffe.
So, in der Babytik sind zwei kreisförmige Schwebebalken vom zweiten. Springt weiter zur Wand, hängt durch an den Vorsprung und kraxelt zur Tür. Von der zweiten, warte, von der zweiten. Springt weiter zur Wand und hängt euch. Die Schwebebalken sind erst eine Etage höher, glaube ich. Ja. Ja, hier war die Tür, wo man hochkommen würde. Eigentlich. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin nicht richtig hochgekommen hier. Das heißt, ich werde nachher vielleicht noch Probleme kriegen. Aber ist egal. Geschafft ist geschafft. Das stört mich nicht unbedingt. Ich sehe das durchaus positiv jetzt einfach. So. Ich kann nur auf den da drüben hin. Gut. Okay. So. Hier ist ein Trüchen. Eigentlich gehen, ne? Genau, das ist der erste von dem. Genau da, da hinten dieses Loch, da müssen wir hin. Das habe ich mir eh schon fast gedacht. Das heißt, hier hoch, dann darüber zu der Tür. Also dahin springen und dann ja. Also im Prinzip zur Wand hinspringen. Nicht so vielleicht. Sondern vielleicht doch gerade. Da kann man sich runterfallen lassen hier. Zweimal hier rüber dann. Unterm Fenster durch. Einmal hoch. Also zweimal hoch eigentlich hier rein und... Glasfenster und da kann man, dann sind hier dann schon die Fallen wahrscheinlich. Irgendwo. Jo. Alter. Okay. Okay, okay. Einfach drüber rauf und reicht bei denen anscheinend auch. Ja. Alter. Komm. So. Und erledigt. Geil. So, und das war jetzt das vorletzte Upgrade. Für das Game. Das heißt, das letzte Upgrade sollten wir jetzt sehr gut timen. Sollte aber möglich sein. Was ich da zumindest lese. So, mehr Lebenskraft. Wie immer da natürlich. Wir sind nicht umsonst Live-Upgrades. So, und jetzt zurück. Das waren relativ einfache eigentlich, muss ich zugeben. Stacheln sind draußen geblieben. Ist gleich ein kleiner Bug passiert wieder. Stört uns aber nicht. Solange die Stacheln nicht einen töten, ist es okay. Kann ich... Bringt das irgendwas?
Ah, das dachte ich mir. Okay, Gott sei Dank. Gut, dann wieder hoch. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war von mir vorher. Also normalerweise sollte man irgendwie durch die Tür kommen. Das ist fix. Also den Weg, den ich genommen, der ist definitiv nicht der richtige, ja. Normalerweise sollte man wirklich durch die Tür, glaube ich, kommen, aber ich... Keine Ahnung. Vielleicht schaue ich mir mal kurz das... Werde ich mir das Rätsel mal ansehen. Oder so, weil ich konnte den Tisch ja nicht bewegen, also von dem her war ich mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich dahin muss. Es könnte sein, dass wir dann nachher hier nicht mehr runter können. Das könnte wirklich ganz gut sein, aber... Haha, Idiot. Also, ups. So. Sollen wir überhaupt runterfallen? Ich glaube nicht, ne? Nö. Du stirbst, glaube ich, wenn du runterfällst, weil du nicht mehr hochkommst. Also Ablenkungen kosten Zeit. Ich muss in den Thronraum und die Maske finden. Oh ja. Ablenkungen kosten Zeit, ja. Da hat er ganz recht. So. Einen Speicherstand habe ich mal. Aber ich würde halt gerne vor dem letzten Upgrade speichern. War einfach nur dumm. Ja, cool, das war unnötig. Verschwendung. Aber okay. Jupp, und tot. Sehr schön. Das freut mich, dass wir jetzt tot sind. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Ah ja, eh hier. Hm, Gott sei Dank. So, easy. Na? Er wollte nicht. Okay, Gott sei Dank. Wenigstens jetzt. Boah, Gott sei Dank. Also wir sind fast voll, das sieht man ja auch. Wir haben fast volles Leben. Also ja. Ja, komm, bisschen näher damit. Kann man auch schon wieder speichern. Hui. Okay, so. Ich glaube, wir machen die letzte Folge einen Spur kürzer. Vielleicht gibt es jetzt ein paar kürzere Folgen, sage ich jetzt mal. Das kann man immer noch speichern. Ich glaube, ich werde jetzt eine kleine Aufnahmepause machen. Vielleicht sind jetzt die letzten paar Folgen ein bisschen kürzer, weil ich ja die 6 Minuten hier über einmal arbeiten musste, mir jetzt noch fehlen auf eine gerade Anzahl von Folgen. Aber ja. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch immer noch. Wir sind schon gegen Endspurt, also viel fehlt wahrscheinlich nicht mehr. So ein Stündchen vielleicht noch oder so. Aber großartig viel wird nicht mehr kommen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal. Baba.